Hallo zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, jetzt geht's mal langsam aber sicher los oder weiter mit den Drachen zu Game of Thrones hier von McFarlane Toys. Und ich habe hier mal drei stehen. Die vierte Version ist am Anrollen und zwar die graue Version von Viserion. Kam ja mittlerweile auch in der braunen Variante raus. Viserion, Drogon und ja, Rhaegal. Egal, wie auch immer ihr das aussprechen wollt. So, die Figuren, ja, haben sich preislich in den letzten Monaten wahnsinnig nach oben geschraubt. Aber ich darf euch sagen, es gibt mittlerweile einen großen Händler, der bietet die unter 20 Euro an. Ja, also ich nicht lange überlege und zack, hier sind sie. Das ist ein Preis, wo ich nicht lange überlege und das geht auch absolut okay für diese Art von Drachen. Denn was hier leider Gottes extrem störend ist, sind die übermäßigen Gelenke, was man halt leider Gottes überdeutlich sieht. Nicht ganz so schön. Also da hätte ich wirklich mal auf die Actionanteile komplett verzichtet und von mir aus einfach feststehende Modelle gemacht, wenn die eine tolle Pose haben. Ja, so what? Ja, dann könnte man auch von mir aus eine stehende Variante machen und eine fliegende. Würde mir persönlich reichen. Aber ich bin ja nicht unbedingt der Actionfigurensammler. Ja, hier seht ihr schon mal die Verpackung von den dreien. Auch alles wieder recht dünn gestaltet mit diesen Aufhängevorrichtungen, was ich ganz, ganz, ganz schrecklich finde. Und jeder dieser Kartons hier hat eine Größe von knapp 23 in der Höhe, 19 cm in der Breite und 9 cm in der Tiefe. Wie schon gesagt, bisher sind 4 erschienen. Viserion gibt es auch noch in dieser Eisversion. In Schwarz oder Grau mit einer entsprechend blauen Flamme. Viserion wurde, glaube ich, so gedacht, dass man ihn definitiv nur fliegen positionieren kann. Drogon und Rhaegal, die müsste man auch so auf dem Boden positionieren können. Ich kann es euch nicht sagen, ich habe es noch nicht angeschaut. Wir werden uns das in den kommenden Videos reinpfeifen und sehen, wie die Dinger hier rein optisch rüberkommen. Meiner Meinung nach haben die Geschichten, weniger Raffinessen als die originalen McFarlane Dragons. Ich finde, man muss sogar Abstriche im Design bei den Details machen. Also das ist nur mein erster Eindruck. Kann sein, ich revidiere das noch im Laufe der Videos. Aber das, was ich bis jetzt alleine von den Produktfotos her gesehen habe, kommt die nicht an die originalen McFarlane Dragons hin. Ich meine, das sind Game of Thrones Drachen und halt nicht McFarlanes Drachen. Ja, gut, lange Rede. Ich würde sagen, lasst uns mit Viserion hier beginnen. Bei Drogon ist übrigens schon beim Transport der Kopf abgefallen. Ich glaube jetzt nicht, dass das tragisch ist. Ich denke, man kann das wieder locker anstecken. Bin auf jeden Fall gespannt. Ja, dann würde ich sagen, legen wir hier doch mal los. Kurzer Blick auf die Verpackung und dann geht's ans Eingemachte bzw. ans Auspacken. Na dann, viel Spaß mit diesem und den folgenden Videos. So, vor kurzem hatte ich ja schon mal diesen Harry Potter ungarischen Hornschwanz ausgepackt. Ähnlich große Verpackung. Und da war es schon richtig, richtig übel mit den Gelenken. Da bin ich mal gespannt, wie es bei den Figuren hier jetzt läuft. Und eines vorweg, ich kenne mich im Game of Thrones nicht wirklich aus. Ich habe noch keinen Film wirklich komplett gesehen. Keine Serie, keine Staffel, gar nichts. Ich kann euch auch nicht großartig irgendwas zu den Drachen erzählen. Guckt da einfach nach, falls ihr es nicht eh schon kennt. Also wenn ich hier mal Stuss zu den einzelnen Drachen erzähle, dann seht mir das bitte nach, okay? Mir wurde die Serie schon öfters empfohlen, ans Herz gelegt, aber ich bin einfach noch nicht dazugekommen. So sieht's aus. Also hier, wir haben hier so ein Teil, Blister, Karton, eigentlich ist es mehr normaler Pappkarton mit Sichtfenster. Ja, der Drache in dem Blister drin. Hier haben wir den Namen, Viserion. Das Ganze ab 12, kein Spielzeug, sondern Sammelaufstellfiguren. Das Game of Thrones Logo, dann hier Deluxe Action Figure. Seitlich seht ihr eine schöne Abbildung von der Skulptur. Mal gespannt, ob es auch wirklich so rüberkommt. Hier nochmal Game of Thrones. Auf dieser Seite haben wir eine alternative Abbildung. Schön im Flug festgehalten. Oben McFarlane Toys, unten nochmal das Logo. Auf der Rückseite sehen wir noch weitere Charaktere, die man hier kriegen kann von McFarlane. Wir haben Drogon, Rhaegal und eben Viserion, den es hier auch noch in einer alternativen Version gibt. So, dann hier auch noch ein paar weitere Charaktere. Rhaegal und Drogon werden wir in einem der nächsten Videos auspacken. Gut, das einfach dazu. Das Ganze hier ist noch original verkorkst. Wann kam das auf den Markt? Ich glaube 2019, oder? Hier finde ich gar kein Datum. Aber hier, jawohl, 2019. So sieht's aus. Na dann, mal die Klebestreifen hier durchschneiden und das gute Stück hier rausholen. So, geht der ganze innere Karton raus. So sieht es aus. Und hier haben wir den Blister. Klasse.
wie bei Harry Potter, unfassbar dünne Blisterverpackung, die überhaupt gar nichts aushält. Und die Base wurde hinten einfach noch mit Klebestreifen draufgeklebt. Gott, das ist so lausig geworden. Also sorry, wirklich. Die Dinger halten überhaupt gar nichts mehr aus. Wahnsinn. Also ich würde mal die ganzen Einzelteile hier kurz rausholen. Also wenn ihr Sammler der alten Schule seid, ja, die 80er, 90er voll mitbekommen habt, von mir aus auch noch die 2000er, und miterleben durftet, wie alles immer noch schlechter wurde, dann sind wir hier wieder an einem neuen Höhepunkt. Also anders kann man es echt nicht sagen. Nix gegen wenig Verpackung und die Welt retten. Ja, das ist super. Aber es kommt immer darauf an, wie. Ja. So, auch hier haben wir die Base, ähnlich wie beim Harry Potter Drachen. Unfassbar leicht. Das ist, als ob ihr nichts in der Hand hättet. Das ist unglaublich. Ja, die Base ist so das Einfachste, was man überhaupt nur machen kann. Wir haben hier Grundfarbe Grau. Ja. Und da wurde einfach noch die Farbe ganz grob drüber gebürstet, wie man so schön sagt, oder einfach kurz eingetunkt. Denn hier guckt das blaue Plastik runter durch. Ja. Die Mitte, wo der Metallstab reinkommt, geht nicht mal bis unten auf den Boden, also keine zusätzliche Stabilität. Aber du weißt ja nicht, wie sich der Kunststoff heutzutage verzieht. Kann sein, wenn das bis unten geht und der Rand zieht sich etwas ein, ja, dann schaukelt das erst recht rum. Ne? Also das ist schon alles extrem abenteuerlich heutzutage, ganz ehrlich. So, hier sieht man dieses Dunkelgrau ein bisschen durchblitzen. Das ist eigentlich gut gedacht, damit es nicht nur einfarbig ist. Aber ganz ehrlich, es wirkt saubillig. Anders kann man es gar nicht sagen. Ja? Selbst am Rand hier habt ihr das Gefühl, das ist eine Gussnase, die hier entlang läuft, ja, ist es nicht, aber es schließt schon relativ scharfkantig ab hier, das Ganze. Ja, soll ein Fels darstellen, gehe ich mal davon aus, aber ihr seht, wie einfach das hier gemacht wurde. Also das ist nicht unbedingt ruhmreich, was ich hier in den Händen habe, und wie schon gesagt, vom Material her ist das gar nichts, ehrlich, das ist echt, das ist ein Klacks, unfassbar. So, dann geht es ja weiter mit der Metallstange, die sie hier reingepackt haben. Auch die ist ziemlich verschmiert, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen kann. Also von Glanz ist hier keine Spur vorhanden. Ich finde es etwas unglücklich. Also ich hätte da echt Acryl genommen. Und ja, aber da muss ja genauso aufpassen, damit es nicht irgendwo dagegen schrappt und unschöne Streifen kriegt. Aber dieses komische gebürstete Metall, so sieht es nämlich aus. Also das haut mich auch nicht wirklich vom Sockel. Hier oben eine kleine Kugel drauf, damit wir den Drachen, wenn wir ihn aufgesteckt haben, auch etwas bewegen können. Das finde ich wiederum gut. Ja, das ganze Ding ist relativ stabil. Und hat hier eine Gesamtlänge von über 23 cm. Ich meine, die werden von Drache zu Drachen unterschiedlich hoch. Das gibt dann ein gutes Bild, wenn man die Drachen alle nebeneinander aufstellt. So, dann haben wir hier auch noch eine Flamme mit dabei. Die ist absolut okay. Schön wild gestaltet, inklusive Gussnase hier vorne. Sieht man das? Ja. Sie haben es orange gehalten, also sprich, ihr seht hier hellere Stellen in Form von Gelb. Dann wieder dieses etwas schmutzige Orange, wo sich hier wirklich die Gussnase durchzieht. Guckt mal, das fängt hier vorne an. Seht ihr das? Quer drüber. Und hier läuft die Gussnase seitlich entlang. Ne? Hier wird sie wieder schön deutlich nach hinten hin. Und das ist einfach, das ist... Sorry, was sind das heute für Figuren? Wahnsinn. Ja, die Modelle sind klasse, aber die Verarbeitung, das ist... Naja, auch das ist unfassbar leicht. Aus einem relativ weichen Kunststoff, ist kein Gummi, sondern sehr weiches Plastik. Die Details der Flamme an für sich sind schön geworden. Von dem her ist es schon okay. Die Flamme, wen es interessiert, hat eine Länge von etwas über 8 cm, kann man sagen. Ja, also das ist recht nett gestaltet. Auch von der Bemalung geht es okay. Wir haben halt hier eine gleichbleibende Färbung. Wird zum Mundstück hin nicht heller. Also die Hitze ist hier quasi komplett gleich verteilt. Ja, dann kommen wir mal zu unserem Viserion. Und da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ehrlich, da verschlägt es mir teilweise schon echt ein bisschen die Sprache. Gerade wenn ich dieses lodderliche Schwanzstück hier hinten sehe. Guck mal, wie das hier drin hängt. Das ist ja unfassbar. Wirklich, das ist unfassbar. Ja, du meinst, das fällt hier gleich ab, das Ding hier. Burner. Ja, und auch hier sehe ich schon wieder eine Gussnase entlang laufen. Kommt es rüber? Heieiei. So, ich würde sagen, ich beginne hier mal mit dem Kopf, bevor wir uns die ganze Beweglichkeit hier angucken. Den finde ich gut. Also man kann zu McFarlane alles sagen, nur nicht, dass die Dinger schlecht gestaltet sind. Ich meine, sie haben ja auch eine Vorlage vom Film, an die sie sich hier halten müssen. So gesehen kann man nichts sagen. Also der Blick
Man hat hier auf eine Pupille verzichtet, man hat das Ganze einfach nur gelb gemacht und in einem dunklen Rot außenrum. Das sieht entsprechend giftig aus. Das Maul kann man übrigens nicht bewegen. Das hat einfach die Stellung. Ihr seht die Zähne hier oben. Schön ungleichmäßig. Innen drin wird dann alles blutrot. Auch das gefällt mir hier sehr gut. Was die Schuppen angeht, das finde ich relativ einfach gemacht. Unterhalb der Nasenlöcher, ihr seht es ja. Und am Auge geht es eigentlich direkt schon los mit einer anderen Struktur, die hier in die Kopfhörner mit reinläuft. Hier unten wirkt es auch alles eher etwas verwaschen. Aber ich kann es nicht sagen, ich habe den Drachen im Film in den Episoden noch nicht gesehen, darum kann ich da relativ wenig zu sagen. Ihr kriegt hier nur die Reaktion mit, wie das Ganze hier auf mich wirkt. Der Kopf hat eine gute Form, die Augen sitzen auch gleich, links und rechts, also nicht eine Seite höher, die andere tiefer. Das wirkt klasse, muss man sagen, super. Und das Maul innen wirklich blutrot. Ich hole mal hier kurz die Taschenlampe. Ja, hier sieht man auch den Schlund oben, haben sie ebenfalls in diesem Rot bemalt. Hinten sieht man allerdings das Grundmaterial, das Grau, wieder etwas durchblitzen. Wenn man überlegt, wie klein dieser Kopf ist, ist es schon okay. Die Haut zwischen Ober- und Unterkiefer kann man hier auch schön erkennen. Ja, ganz hier hinten. Auch das ist super. Jo, Zähne unten findet man eher, ja, angedeutet, recht zaghaft. Vorne ja, seitlich. Naja, da müssen wir uns schon mit den oberen Zähnen zufrieden geben. Ja, Kopf kann ich auch ein bisschen drehen. Jawohl, sehen wir auch noch etwas an die Unterseite. Das sind eher so Stacheln, die hier rausstehen. Und dann wird es halt schlimm, ne? Guckt euch den Hals an. Hier haben wir das erste Halsglied. Das ist noch okay. Und guckt mal, was hier hinten, was hier noch Gussnasen dranhängen. Seht ihr das? Das, Leute, das ist ja ganz schlimm, ja. Und auch zum Körper hin, seht ihr diese fette Gussnase, die hier verläuft, hier? Das ist ja oberkrass, wow. Also, ich habe ja echt nicht viel erwartet und das kriege ich gerade, ja. Und die Gussnase, die geht hier oben an den Stacheln, die hier am Hals beginnen, auch schon los. McFarlane, hey. Und das sind Originalfiguren, ja. Oberübel. Und das ist das, was ich meine. Hier, die Gussnase läuft über den Rücken, hier entlang, gerade so weiter. Wie krass. Echt, wie krass. Also, hätte ich da den Preis bezahlt, was man normalerweise zahlen muss, also da hätte ich mich jetzt wirklich geärgert. Also, ohne Scheiß. Ja, hier nochmal ein Blick auf das Auge, den Kopf. Das ist schon absolut okay. Gegen die Modelle will ich überhaupt gar nichts sagen, aber die Verarbeitung, ganz ehrlich, wie krass. Echt, wie krass. Ja, auch das relativ einfach gehalten, nicht wirklich viele Details an diesem Halssegel zu sehen. Auch die Schuppen reißen mich hier nicht vom Hocker. Am Hals haben wir ja noch irgendwo eine nette Struktur. Ja, ich öffne mal die Flügel hier und hoffe, dass sie nicht abfallen. Ja, stabil. Dann seht ihr hier auch den Übergang vom Hals in den Körper. Hier findet man eine schöne Abwechslung, was die Schuppen hier unten angeht und auch seitlich. Das ist okay, die Farben, ja, eher ganz grobe Airbrush-Arbeit. Wir haben hier eigentlich nur dieses rotstichige Braun oder braunstichige Rot, wie auch immer ihr das drehen wollt. Und es geht dann halt in dieses, ja, leicht beige-orangefarbene über. Die Beine wurden angesetzt, kann man auch schön bewegen. Die Schuppen hören hier spontan auf. Dann seht ihr hier einfach eine glatte Stelle. Okay, sieht auch nicht unbedingt schön aus, wenn er die Beine nach hinten macht, ganz ehrlich. Schenkel wurde gut gearbeitet, steht auch noch irgendwie so eine Masse nach außen. Hier auch eine Gussnase zu sehen, sorry, ich kann nur das sagen, wie es mir hier begegnet, ja. Dann hier ganz breite Schuppen an den Oberseiten der Schenkeln, so gesehen. Dann geht es hier über in die Waden, in die sehr dünnen Waden, muss man sagen. Hier ist auch eher, ja, eine komische Struktur an diesem Teil des Schenkels. Dann geht es ja weiter in die Krallen, in die Zehen. Okay, die wurden nicht extra bemalt und die äußere Zehe, ja, die ist sehr klein. Also spitz sind die nicht wirklich. Die Struktur, also ist alles eher etwas einfach gehalten. Hier sehen wir auch die innere Struktur von diesem Bein. Inklusive wieder Gussnasenreste. Du liebe Zeit, McFarlane. Quo vadis? Echt? Wohin gehst du? Ja? Lass uns das nochmal von dieser Seite hier anschauen. Ich traue mich hier gar nicht arg zu drücken. Nicht, dass mir hier ein Flügel abfällt. Okay, kann ich wieder anstecken, aber trotzdem.
Also das ist schon, hier hängen auch irgendwelche Fäden dran, das ist schon alles recht ernüchternd, wenn er mich fragt. Also ich wollte da nicht weit über 40 Euro für bezahlen. Was haben wir hier in dem Loch drin? Auch noch eine Gussnase. Ne, ich nehme mal die Metallstange. Seht ihr das, was hier raushängt? Das ist eine Gussnase. Liebe Zeit, McFarlane. Wo sind eure Künstler hin? Wobei, ich muss jetzt nichts, ich will nichts gegen die Künstler hier sagen, ja? Aber das ist schon echt recht einfach gehalten. Ja, auch hier nicht großartig Schuppen oder sowas, sondern halt einfach hier Kreuzstrich, Ende. Ne? Es kommt natürlich auch wieder drauf an, wie die Dinger gegossen wurden, aber das erscheint mir alles relativ grob. Ja, dann haben wir halt dieses brutale Gelenk hier, also überdeutlich und boah, ihr hört es, das geht ganz schön fest. Meine Herren, ist gut, dann bleiben die Flügel wenigstens in Stellung. Aber du hast halt echt Angst, du reißt das kaputt, ne? Weil diese Gelenkpunkte sind ja nicht wirklich, ja, extrem belastbar, wenn er mich fragt, ja? So, dann hier, bevor ich an das Hinterteil komme, lass uns mal die Flügel anschauen. Also man sieht hier schön die einzelnen Flügelrippen, die Flügelfinger, der Schwungarm ist hier unten relativ schwach angedeutet. Auch hier, die Details sind wirklich sehr, sehr, sehr schwach angedeutet, auch die Flughaut an für sich sehr einfach gemacht. Die Lederstruktur kommt hier absolut rüber, also es erinnert aber irgendwie an Lederbuch und nicht an Drachenflügel, ganz ehrlich. Ja, auch die Struktur auf den Flügelrippen, auf den Flügelfingern ist schon sehr, sehr einfach gehalten, muss man ganz klar sagen. Die Bemalung, ja, von diesem Rostrot in dieses Beige rein, hier noch ein bisschen gebürstet, man erkennt ein paar Adern. Das ist schon okay. Ja, lass uns mal gucken, ob das von oben... Also das sieht schon sehr billig aus, wie von, ja, keine Ahnung, No-Name-China-Hersteller. Ich bin da ganz ehrlich. So, von oben ist das etwas aufwendiger gestaltet. Fangen wir mal hier wieder an. Sie sterbt, ne, wie das klingt. Fangen wir hier wieder an mit den Schuppen am Schwungarm. Hier sieht man doch schon wieder ein paar Details mehr. Die spannende Flughaut. Finde schön, dass die Flügelränder nicht ganz glatt auslaufen, sondern hier so kleine Risse haben. Das finde ich super. Ansonsten die Struktur sehr ähnlich, wie wir es unten schon gesehen haben. Läuft auch nicht wirklich sehr originell aus, das Ganze. Sag ja, ob es beim Filmdrachen genauso ist. Ja, also nichts, was mich hier jetzt vom Hocker haut, ganz ehrlich. Für unter 20 Euro gibt es für mich gar nichts zu meckern. Aber wenn ich mir überlege, was da normalerweise für verlangt wird, ja, an dem Flügel auch die Strukturen hier schön zu sehen. Und wie es aussieht, wurden die tatsächlich extra gearbeitet, oder? Wird's gekontert. Also sie wirken sehr, sehr ähnlich. Die Adern, könnte ich euch jetzt nicht sagen, ob die großartig unterschiedlich verlaufen. Also es wirkt schon sehr ähnlich. Wir haben hier nur andere Einschnitte am Flügelrand. Auch hier oben, na, hier ist es halt ähnlich. Naja, ich sage jetzt mal, die wurden tatsächlich extra gearbeitet, die beiden Flügel. Und nicht unbedingt gekontert. Aber es ist extrem ähnlich. Auch was das Abknicken dieses Daumens hier angeht. Ne, das sind so kleine Feinheiten, wo man dann halt eigentlich Qualität erkennt. Ne? Hatte der Skulpteur Bock auf die Figur oder war es halt einfach eine Auftragsarbeit, die er schnell vom Tisch haben möchte? Und so sieht es ganz ehrlich aus. Ja. So, okay. Ja, dann gehen wir hier mal weiter zum Schwanz, der hier wirklich extrem locker rumhängt. Ihr seht es, ganz neu. Und hier kann man es, ja, das geht wenigstens relativ leicht, das bleibt auch stehen, das ist schon mal sehr positiv, aber dann hier der Schwanz, 1, 2, 3, 4, in 4 Segmente unterteilt, das ist ja schon immer schön. Also Action-Feature und Unterteilung schön recht und gut, aber man kann eine Figur auch einfach damit zerstören, das ist hier definitiv der Fall, ist ja furchtbar. Echt? Ja, auch wenn man das dann hier von oben sieht, dieses Blutrot und diese einfache Beschuppung, die man hier sieht, also das wirkt schon echt billig, ganz ehrlich. Auch das hier, relativ grob gemacht, ist das tatsächlich bei dem Filmdrachen auch so. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr die Serie kennt. Hier haben wir ein typisches Pflastersteinmuster, ja, aber keine Hautstruktur. Ne? Ich drehe ihn einfach mal rundherum. Und ja, bringt es was, die Unterteilung? Kann man den Schwanz dann so großartig biegen? Wie wäre es denn, wenn man da einen Draht reingemacht hätte? Dann hätte man hier zwar ein paar Löcher, aber man hätte mehr Möglichkeiten, den zum Verbiegen. Und man hätte vor allem nicht diese schreckliche Unterteilung. Das ist ja grauenhaft.
guck mal die Lücken hier an. Alter Verwalter, ja. Also es ist relativ einfach bemalt und auch die Details halten sich hier wirklich in Grenzen. Und wir sind halt einfach auch schon durch, ne? Kann man den Kopf großartig bewegen? Ja, hier vorne etwas, ja. Den Kopf selber kann man auch drehen, klaro. Und die Halsunterteilungen, ja, okay. Aber ja, schön, wenn man das so positionieren kann. Das wirkt dann schon noch etwas lebendiger. Also das ist gar nicht schlecht. Aber guckt halt mal das Loch, was sich da hier ergibt. Das ist ja nicht schön. Ja, also meine Herren. Und dann hier auch die Mega-Stufe drin. Ne? Egal wie ich das hindrehe, ihr seht dieses Loch hier im Brustbereich. Kommt es überhaupt auf dem Video einigermaßen rüber? Ja, dann hier Riesenlöcher von den Gelenken her. Von unten sieht es auch grauslich aus. Naja, ich werde mal gucken, dass ich hier diesen Gussrest irgendwie rauskriege. Und dann werde ich ihn mal aufstecken. Klaro, wenn man die Drachen aus einer gewissen Entfernung sieht und dann womöglich auch noch in der Vitrine stehen hat, dann ist das alles okay, ja? Dann gibt es da rein optisch gar nichts groß zu meckern. Aber man muss hier ganz klar sagen, dass sich da McFarlane jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Also, heieieiei. Also ich habe ja wirklich viele Drachen jeden Tag und übers Jahr gesehen in der Hand. Also da würde ich die aber schon ein bisschen weiter unten einordnen. Also ganz ehrlich, Game of Thrones Fans wird es freuen. Die werden die Figuren feiern, das ist mir auch klar. Würde ich auch tun, wenn ich Fan der Serie wäre. Ja, aber man muss schon irgendwo ein bisschen realistisch sein und sagen, dass das jetzt nicht unbedingt Welle Wahnsinn ist, was ich hier habe. Ja, dann auch überhaupt keinen Farbverlauf. Ne? Wir haben hier den Buckel und zack, Schwanz wird's rot. Überhaupt keinen Farbverlauf. Auch hier vorne am Hals. Es ist zwar nicht so krass wie hinten, aber ihr seht hier, zack, komm, hier fängt halt dieses Rötlichere dann an. Und gut, wie schon gesagt, wenn ihr es aus einer bestimmten Entfernung in der Vitrine oder auf einem Regal seht, dann ist es optisch auf jeden Fall klasse. Mein Gott, es ist ein Drachen. Es ist ein Drache zur Serie. Das ist schon eine geile Geschichte. Aber ich sag's nochmal, die Details sind hier wirklich extrem fragwürdig. In meinen Augen auch ein bisschen lustlos gemacht. Also Respekt vor dem Skulpteur. Ich würde es nicht hinkriegen, nicht ansatzweise. Aber ich sehe halt, was ich sehe. Und ja, gut, also ich werde es jetzt hier mal kurz richten. Ja, und zack, da steht er auch schon. Ne? Ich kriege es gar nicht ganz drauf. Ich werde aber noch ein 360-Grad-Video drehen, wo ihr das einigermaßen dann ja, seht in einem Stück. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. Ja? Also ihr seht ja, man kann ihn so posen, wie man es gerne haben möchte. Man kann die Flügel jetzt natürlich auch noch steiler nach oben stellen. Und den Kopf ein bisschen verdrehen, den Schwanz noch in eine andere Richtung machen, nach oben, nach unten. Die Möglichkeiten hat man. Und natürlich dürfen wir hier auch nicht die Flamme vergessen. Die hat er ja auch noch, ne? Das ist ja klar. Also, wie schon gesagt, es sieht, wenn man nicht wirklich mit der Nase platt draufhängt, gut aus. Aber selbst aus dieser Entfernung, man sieht halt die Aufteilung von dem Schwanz hier hinten. Das ist nicht wirklich schön. Ich denke mal, wenn die anderen Figuren, die anderen Drachen dabei stehen, dann sieht es noch besser aus. Es macht schon was her. Das ist schon wirklich imposant, wenn man alle drei oder vier hier stehen hat. Auch nicht ganz so prickelnd finde ich die Tatsache, dass man hier unten dieses Teil von diesem Pinökel auch noch rausgucken sieht. Ja, das die Gelenke sind halt überdeutlich. Dann hier auch die Stellen, die nicht modelliert wurden, sondern kahl sind. Ja, wenn ihr jetzt die Beine ganz nach hinten machen wollt, dann seht ihr das halt. Nicht zu übersehen sind diese Gelenkteile am Schwanz. Was man zugute halten muss, es bleibt einigermaßen stehen. Ganz nach oben kann ich es nicht machen. Es kippt immer etwas runter. Ich kann es aber noch weiter nach unten stellen. Dann sieht es aber halt aus, wirklich, als ob er am Abbrechen wäre. Also auch das ist nicht wirklich schön. Und ich kann nur noch mal sagen, diese Strukturen hier, das ist schon, boah, das ist schon echt überdeutlich. Ansonsten habt ihr halt noch die Möglichkeit, den Drachen wirklich hier schräg zu stellen. Also richtig schön schräg im Flug festzuhalten. Ihr könnt den Kopf so hinbiegen, wie ihr das wollt. Ja, auch ganz schräg. Was dann auch wieder ein bisschen extrem ist. Die Flamme hält gut. Die Flügel halten gut, also die Gelenke gehen wirklich schwer, aber dafür halten sie auch. Man kann den Drachen auch so positionieren, dass er steiler nach oben fliegt oder halt entgegengesetzt nach unten. Entsprechend, wenn ihr den Schwanz auch noch ein bisschen positioniert, kriegt das Ganze auch noch entsprechend eine Wirkung. Also, das ist möglich. Der Standfuß, wie schon gesagt, ist extrem leicht.
Ihr seht ja auch, es wackelt wirklich wie ein Schwanz. Also im Sommer alle Fenster offen und wenn das Ding hier einen Windhauch abkriegt, dann reißt er euch die anderen Figuren gleich mit aus dem Regal. Das vielleicht dazu. Ja, für unter 20 Euro kann ich jetzt wirklich nicht meckern. Da ist es schon absolut okay. Aber für jeden Cent, den ich hier mehr bezahlen müsste, würde ich mich ganz ehrlich ärgern. Also alles, was drunter ist, ist okay. Aber über, keine Ahnung, 30 Euro, nee. Also da gibt es andere Geschichten. Gut, also das mal dazu, zu unserem Viserion in Braun. Beim Dunklen wird es nicht anders sein, aber ja, mal gucken, wie halt dieses Anthrazit oder die dunklere Bemalung dann wirkt. Ich bin extrem gespannt, vor allem auch über die alternativ gestaltete Flamme, was den Farbton angeht. Ja, ich werde es jetzt noch in 360 Grad drehen, könnt das euch noch ohne meine ständigen Wackeleien hier anschauen. Wir werden auch in zwei, drei unterschiedlichen Stellungen filmen. Gut, dann wisst ihr Bescheid. Das ist meine Meinung zu Viserion von McFarlane Toys zu Game of Thrones. In dieser ja, rot-braunen Version. Rein optisch eine nette Sache. Von der Verarbeitung her, ja, eher nicht. Gut, damit bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Ich sage, ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Euer Rupi. Yay. Yeah.